Moin Leute, euer Baumart wieder am Bambus und Rockstar Games hat heute das Fahrzeug hinzugefügt, wie ich finde, unter bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich würde sagen, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich erst schon mal mit einem fetten Like fürs Video das lassen und für die, die das schon nicht abonniert haben, abonniert mich, verpasst die krassesten Informationen rund um GTA. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Okay, welches Fahrzeug hat jetzt Rockstar Games hinzugefügt? Naja, streng genommen hat Rockstar Games hier kein Fahrzeug hinzugefügt, sondern ein Fahrzeug zu Bennys hinzugefügt. Das spricht, dass es ein Bennys Fahrzeug wird. Denn es geht um den Grotti Brioso 300. Denn dieses Fahrzeug könnt ihr auf der Benny Original Motorworks Seite einfach kaufen, denn dort kostet es 457.500 GTA-Dollar. Aber ich würde sagen, wir kaufen das Ding einfach mal und schauen, was für Tuning-Teile möglich sind. Gut, wenn wir mit diesem Fahrzeug jetzt einfach bei Bennys reinfahren, haben wir natürlich jetzt hier die Möglichkeit, das Fahrzeug aufzurüsten. Nein, Leute, es ist jetzt hier kein Custom-Fahrzeug, denn es heißt tatsächlich später Grotti Brioso 300 White Body, was auch immer White Body ist. Aber egal, es ist auf jeden Fall kein Custom-Fahrzeug, zum Beispiel wieder Buckner Custom. Aber ich würde sagen, schauen wir einfach mal, was wir sonst so Tuning-Möglichkeiten haben. Was mir persönlich hier wirklich sehr gefallen hat, sind zum Beispiel die Stoßstangen, denn man hat hier unglaublich viele Möglichkeiten bei Stoßstangen, dass man hier sagen kann, okay, ich möchte das Fahrzeug eher klassisch halten, retromäßig oder zum Rallye bzw. Rennwagen umtunen. Also da habt ihr wirklich freie Auswahl, wie ihr dieses Fahrzeug halt auftunen möchtet. Als nächstes war der Motorblock dran und bei so einem Fahrzeug ist er eigentlich der Motor hinten. Hier ja auch, aber ihr könnt selber entscheiden, wo der Motor sitzt. Und das gab es, glaube ich, noch nie in GTA. Das ist richtig genial, denn hier könnt ihr entscheiden, okay, naja, Motor hinten will ich nicht, ich lasse ihn wieder vorne, dann könnt ihr nach vorne tunen. Und nein, ihr habt dann hinten keinen Kofferraum, hinten ist dann die Kühlung. Also soweit ich es weiß, ist tatsächlich hier eine Neuheit, dass man den Motor von hinten nach vorne tunen kann. Also ich finde das unglaublich und finde das total cool. Gut, in meinem Fall würde ich den Motor eher hinten lassen, weil das Fahrzeug, Motor ist halt hinten, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber es ist trotzdem mega cool, dass die dran gedacht haben, dass sie sagen, ey, ihr könnt selber entscheiden, wo der Motor ist. Finde ich genial. Ihr könnt hier den Innenraum auch zum richtigen Rennwagen umtunen, falls ihr das möchtet. Oder halt klassisch lassen, ist ja klar. Hier hat Rockstar Games euch auch die freie Auswahl gegeben. Was man hier auch noch machen kann, ist tatsächlich der Spoiler. Dieser Spoiler, ich will nicht sagen, ist genial, aber ich finde die Auswahl generell extrem gut und ich finde diesen Spoiler, der mit auf den Radkästen ist, einfach total cool. Der habe ich sofort ausgerüstet und das wird auf jeden Fall mein Spoiler sein und der wird auch drauf bleiben. Von den Designs von diesen Fahrzeugen bin ich generell auch begeistert, da hier auch wirklich große Auswahl ist, vom Flammen zu Grotti Brioso mäßiges Design zu anderen Streifendesigns. Ich finde die Designs bei diesen Fahrzeugen hier auch sehr gut. Was mir hier auch sehr gefallen hat, dass man hier auch den Kofferraum oder Motorhaube auch umtunen kann, wie man es möchte. Hier haben sie auch echt gute Auswahlmöglichkeiten. Aber was mich absolut gekillt hat in diesem Fahrzeug, Leute, ist tatsächlich der Scheinwerfer. Und nicht, weil man da irgendwie drüber kleben kann, als wäre es ein Rennauto. Nein, das Fahrzeug kann einen blöden Blick haben. Das ist so krass, so geil. Und ich bin komplett ausgeflippt, wo ich das gesehen habe. Und dachte so, nein, das ist auch wirklich sehr selten in GTA Online, dass man so ein Fahrzeug das so umtunen kann. Und hat es natürlich auch hier drauf geklatscht und direkt. Ich liebte es, wirklich. Dieses Fahrzeug ist einfach genial. Klar, es ist jetzt nicht schnell genug, um Rennen zu fahren oder sonst irgendwas zu machen, aber für die nächste Tuning-Treff-Szene ist dieses Fahrzeug perfekt, Leute. Und was soll ich sagen? Das Fahrzeug kostet mit allem drum und dran ca. 1,5 Millionen, also nicht mal ein Vermögen eigentlich, ne? Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, die knapp 3 Millionen kosten oder sowas, ne? Deswegen ist dieses Fahrzeug wirklich von mir aus eine pure Empfehlung für euch, falls ihr so ein Tuning-Auto haben möchtet, wo ihr so viel ändern könnt, wie es eigentlich nur geht. Aber gut, Leute, ihr fragt euch natürlich, na gut, eigentlich nicht, ihr seht es ja schon, ich habe es gemoddet. Und falls ihr dieses Fahrzeug haben möchtet, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren oder zu folgen, denn ich werde früher oder später wieder einen Giftkasten-Friendstream starten. Das bedeutet, ihr könnt beim nächsten Giftkasten-Friendstream zum Beispiel dieses Fahrzeug kostenlos von mir bekommen. Aber gut, Leute, das waren jetzt die Informationen zum Grotti Brioso 300 White Body. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao!